Stacy? Ja, Musti. Wie ist denn die Bau? Das haben wir auf uns gerade geschossen. Auf mich schon, Elia. Ey, Jungs, da sind welche vom Ballers. Super, okay, super, 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 schnappt euch die Supra, vamos! Sehr gut. Schnappt euch die wir Supra, Jungs, vamos! Ihr habt den Falschen abgezogen, ihr Sonne. Das war's mit euch. Ballers kann sich auflösen. Okay, zieht die noch ab schnell, vamos. Warum fangen wir den Krieg mit den Ballers an? Das ist Ballers, Leute. Wir klären das mit Ballers. Oh, da kommt der. Ich glaube, das sind die. Ich hoffe, der hat auch seine Mutter dabei. Sollen wir das Spiel mit denen ausspielen? Nein. Aber genau so. Okay, stellt euch ordentlich hinter mir auf. Hinter mir. Hey, what up, man? Hola, what up? Alles klar, man? Mach doch. Ja, ein paar viele sitzen im Knast. Die ist das so. Okay. Schwierig. Warum? Wurde dir verfolgt von dem Bullen? Ja. Oben in auf Palito vor einer halben Stunde. Ja. Krass. Ja, was ist denn da passiert damit? Wie ist dein Name überhaupt? Ich bin Hayes, man. Hayes. Ah, stimmt. Yeah. Hab ich ja fast vergessen. Sag mal, Hayes. Mein Name ist die Marquez. Das ist die Marquez. Die El Presidente nennt man mich auch, aka die Mexican Sniper, aka die Señor El Cacalaco, aka die berühmt-berüchtigte Señor Marquez. Schon die kennenzulernen, amigo. Ah, ja, meinerseits, man. Sag mal, also, es ist ja mega unnötig, was da passiert. Bei Idrell? Das stimmt auf jeden Fall. Aber was ist denn aus eurer Seite? Ich meine, ich glaube, das stimmt ja überein, was unsere Jungs sagen, oder? Also, was war da nochmal? In Vespucci wurde einmal abgezogen, Jungs, oder? Ja. Wer wurde da abgezogen? Nee, nicht abgezogen, da ist was anderes passiert. Was ist da passiert? Also, es wurde ja durchgefunkt, dass wir einen X7 suchen, den BMW, und die sind zufällig auch eingefahren. Dann dachten wir, das sind die. Okay. Und dann sind wir halt schon direkt etwas aggressiver vorgegangen und haben gefragt, was die in Vespucci suchen. Und dazu haben wir ihn halt ein bisschen angepittet von der Seite, jetzt nichts Übertriebenes. Yeah. Und dann sind sie halt ausgestiegen und haben halt geschossen. Auf die Reifen, ne? Und dann will ich natürlich auch anmerken, sind, ich glaube, zwei Cars von euch neben uns angehalten. Und dann haben wir das erstmal richtig gestellt. Huh? Habe ich gefragt, war der Revolter von euch? Und da meinten wir, ja, der gehört zu uns. Nicht so, alright, Mann, dann passt das. Ja, also, habt ihr gerade Krieg gegen jemanden? Oder warum denn so aggressiv? Nein. Okay, dann ist ja gut. Okay, schau mal, amigo. Für mich ist das eine kleine Kindergartenschau. Wurdet ihr abgeknallt, Jungs? Nein. Ja. Ich wurde abgeknallt. Nö. Ich auch. Ja, ich auch. Aber wie? Wer wurde die von Ballers abgeknallt, ist die Frage. RS6. Ja. RS6. Aber in welcher Situation? Wo war das genau? Verfolgungssept aus Vespucci raus, Richtung Morninglot. Beim Müll. Genau, beim Müll. Beim Müll waren vier Sitzer von euch. Aber die Müllhändler wurde dir abgeknallt. Ja, ich schon. Okay, die das ist ja, das weiß ich, da war ich selber dabei. Das ist ja eben dieses Missverständnis, das, was aus diesem Missverständnis entstanden ist. Aber Jungs, die beiden, die abgezogen worden sind, kommen nach vorne. Du sagst, die zwei, die abgezogen wurden und drei gehen nach vorne, kann ja irgendwie nicht so stimmen. Ich wurde nicht abgezogen, ich wurde abgeknallt. Ja, okay, die abgezogen worden sind, geh mal zurück. Was denn jetzt? Was macht ihr, die abgezogen wurden nach vorne? So, ja. Oh, gut. Also wurdest du doch nicht abgezogen, oder? So. Das waren wo war das Verkäufer. Bei die Verkäufer oder Autohändler? Gustavo war mit mir. Ey, hört euch mal zu, rauft euch jetzt mal endlich. Auf jeden Fall, die beiden da wurden abgezogen, fälschlicherweise. Die haben nicht gesagt, so wenn die gehören zu mir. Deswegen lasst uns das einfach klären, lasst den beiden News einfach, gebt denen die Sache wieder zurück. Ihr gebt es ja nicht aus eigener Tasche und die Sache ist wieder gegessen. Für mich ist das eine Lappalie, keine Grund irgendwie was Größeres daraus zu machen. Mach ja, schild natürlich für mich auch, Mann. Ist ja unnötig wegen sowas, irgendwelche Sachen größer zu machen als klar, es ist halt, guck mal, ich hab meine Jungs auch gefragt. Zu Schaden gekommen, aber ist keine Problem. Also meine Jungs haben eine MK2 abgezogen. Ja, ist auch meine. Ja, und der andere hatte ja, glaube ich, keine Strap dabei, right? Hattest du keine dabei, amigo? Ich hatte eine dabei. Okay, ja, dann bekommt der einfach seine Waffe und die Sache ist wieder vom Tisch gefickt. Alright, ja, dann geht der kurz beiseite mit einer von meinen Leuten, genau. Dann kriegt er erstmal die Strap. Und in Zukunft an meine Leute und auch an deine Leute, falls ihr da an einen von meinen gelangt und der sagt, ich gehöre zu Marquez oder zu Tasti, dann wisst ihr Bescheid, wer wir sind. Ja, das ist doch schon mal eine Info, Mann. Und Savage, bist du hier? Ja. Komm mal vor, Mann. Komm mal vor. Hier, schau. Als kleine Entschuldigung für vorhin, wo wir die ein bisschen... Ach, alles gut, Tasty, wo ist mir nichts gegen? Rauchst du ein bisschen? Ich meine, hier von die Southside, die raucht ja gerne. Marihuana, oder? Ja, komm schon mal vor. Ja, deswegen, Gondir, Mann, Gondir die Pflanze. Baba Soy, Baba Hase. Die anderen wollen wir dann die vom PD. Ich hab noch eine medizinische Joint, komm her. Ganz doch. Das ist krasses Zeug, das ist wirklich krass. Wow, danke. Okay, Jungs, dann war's das, würde ich sagen.
Ihr habt doch noch Stress mit der 57, kann das sein? Ja, das ist aber keine, nix. Nicht der Rede. Ihr ja, auch, pass auf, guck mal, das Einzige. Nein. Aber Southside ist sowieso kein Stress für uns, aber ich hab da heute was mitbekommen, so, wenn direkt an unserer Haustür, right? Wer denn? Leute umgeschootet. Ja, da lagen so ein paar Leute, Mann. Okay. Und da waren so Cops da, auch dann direkt bei uns. Ja. Es muss halt echt nicht sein, Mann. Ja, in die Southside ist schwierig, weißt du, dann musst du eigentlich dies auf dazu holen, weil ich kann nicht, in der Southside, du weißt, in jeder Gasse, irgendwo ist immer eine Gang. Und dann fährst du denen hinterher, die fluchten in eure Barrio rein und so, das kann mal passieren. Bei 30 Leuten, wir sind aktuell 30 Mann, dass da einmal ein Auto mit reinkommt. Ist natürlich nicht gut für euch, dass dann Bullen kommen, das verstehe ich natürlich. Aber wieso redet ihr nicht einfach mal mit die 57, dass sie da nicht reinfahren sollen in eure Hut, wenn da was passiert? Nein, das war ja direkt vor der Hut, Mann. Ja. Und da wurden so ein paar Leute umgepoppt, die ist das, Mann. Und oh gut, wenn ihr euren Krieg austragen müsst, macht das, aber ja, vielleicht so ein paar Meter weiter weg, klar, wenn du verstehst. Habt ihr gehört, Jungs, was er gesagt hat? Sieh. Dann lasst ihr noch ein paar Meter weiter Vorsprung und dann poppt ihr um. Mir scheißegal, aber nicht so direkt vor meiner Haustür. Ja, genau. Versucht das einfach zu beachten, was er da gesagt hat. Und wir wollen das ja auch nicht, dass vor unserer Haustür sowas passiert. Deswegen achtet darauf, wenn es doch passieren sollte. Unglücklicherweise, dann tut es mir leid, ne? Weil dann fluchten die da rein. Wir machen das ja nicht absichtlich und bullen euch auf euch so. Oh Gott, Mann. Aber klopft dann vielleicht auch mal an deren Tür und sagt, ey, ihr fluchtet nicht bei uns rein oder ihr fahrt auch nicht bei uns vorbei, wenn irgendwas ist, wenn ihr im Krieg seid. Wäre vielleicht ganz gut. Okay, Jungs. Alright. Ja, dann wäre das ja geklärt. Gracias. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend und die Sache ist geklärt. Perfekt. Wenn was ist, Mann, du hast meine Number. Si. Alright. Ja, ich wünsche dir was und euch allen. Huh? Okay. Buenas noches. Alright. Peace. Peace. Buenas noches. Peace. Farut, komm. Okay, Jungs, ihr kommt doch wieder. Entweder ihr geht euch Waffen holen von 57 oder ihr habt Freizeit, wie ihr wollt. Eieiei, Farod, ich sag dir ehrlich, ich werde noch so viel Stress haben, ich sag dir ehrlich. Ja, der Anruf ist noch was. Bruder, ich sag dir ehrlich, aber... Egal, langsam. Ich hatte kurz das Radio und dann... Langsam. Mir ist wichtig, dass ich wirklich, dass die Jungs sich Mühe geben und auch wirklich ohne mich funktionieren, weißt du? Das ist das Allerwichtigste, Bruder. Das wäre wirklich scheiße, wenn die immer nur auf dich angewiesen sind und nur dann so da sind, wenn du wirklich... Genau, das darf nicht passieren. Sobald ich das merke, dann muss ich die Leute raushauen, die das machen. Auf jeden Fall, Bruder. Das Ding ist, Farod, ich stelle dir eine Frage. Ja. Die Vagos kommen ja bald. Jungs, wir haben aktuell 30 Leute, die bei uns sind. Soll ich mehr Leute aufnehmen? Was würdest du sagen? Bruder, ich würde das so machen. Ich würde diese Ding machen, Bruder. Jeden Tag stehen Leute vor der Tür. Jeden Tag. So wie beim Rasenmähen. Zuerst nimmst du ganz grob alles und dann gegen später machst du die kleinen Sachen, die du noch nicht fertig gemacht hast. Hä? Was machst du? Ich hab den Kurs auseinandergenommen, warum? Okay, dann nochmal. Soll ich nochmal machen? Hast du eh nicht drauf. Ja, normal. Ja. Ja. Wow. Ja, warum zielen die Polizisten auf uns? Frag mal. Hey Jungs, komm, lasst uns mal die Bullen hier abknallen, die zielen da auf uns. Ja, warte, komm. Wo denn? Wir steigen auf. Ja, im Tunnel. Geh mal weg, Farod. Ey! Ja, du bist ein Zombie, du verstehst du das? Soll ich dich mal abknallen? Soll ich dich abknallen? Soll ich dich abknallen, du gerammt. Gut, nehmt euch die Waffen und fahrt weiter. Aber tut die Waffen im Kofferraum, denkt am Kofferraum tun. Ich dachte, oh mein Gott, ich hab ne Glock. Ey, ich brauche Reparaturkasten, ganz schnell hier. Könnt ihr nicht die Waffen? Ich brauche ganz schnell Reparaturkasten hier, Jungs. Der mich gerammt hat, kann herbringen. Gib mal her. Gustavo, beeil dich und komm. Lass abhauen. Oha, Jungs, ich hab ne Glock. Wie geil ist das? Ey, die Glock hat 16 Magazine. Ey, Jungs, ja, verstaut die einfach. Nehmt die Sachen, nehmt auch die Magazine und so und gut, die haut dann ab. Ja, stimmt. Komm, lass uns abhauen, Jungs. Louis, wo bist du? Ey, wir fahren hier weg, bevor die Cops kommen, Mann. Okay, Jungs, zieh durch. Farod, steig ein bei mir. Farod? Hast du repariert? Ja. Okay, Jungs. Aber die Bullen kommen gleich, verzieht euch. Helikopter, Jungs. Ja, Jungs, haut jetzt ab, recht. Haut ist ab, der gefangen euch. Gewesen, der Typ, oder was? Ja, ja. Ey, Farod, nimm den mal mit, Mann. Hast du überhaupt, Mann? Fahr auch, du, fahr weg. Warte. Helikopter, sind uns. Ey, ich steig mal ein, Amigo. Ja, fahr, ich bin bei dir. Ich kann nicht einsteigen, Mann. Hast du Fußfesseln? Ich hab Fußfesseln. Ja, das ist scheiße, Bruder. Tut mir leid, wir wollten dir helfen, Mann. Ja, ich bin auch von hier, von Schaltzentrum. Ja, ich weiß auch. Warte, kann ich ihn nicht auf die Schulter nehmen? Wir haben was gut bei euch. Also kannst du deinen Jungs sagen. Ja, kannst du nehmen, nimm ihn auf die Schulter, vamos. Die haben mich. Komm her. Wie, die haben dich? Wo bist du denn? Sag doch deinen Standort.
steigt ein, steigt ein. Ne? Nach der, nach dem. Yalla, Bruder, let's go. Ey, wir brauchen hier Hilfe bei Harmony. Wir ey, pop den, gar nicht pop, in die Stadt. Ey, da, sieht, ja. Da ist eine Bulle. Pop den. Fahr doch durch, Bruder. Okay, hinein, wir müssen den Kurs abknallen. Nehmt aus noch seine Waffe. Ey, bitte, nimm, gib mir die Glock, bitte. Hey, Amigo, ja, die ja, Jungs ja. Brauchen das. Die wir sehen bald den Krieg. Brennt, du hast doch Schaltzentrale hier, nimm von denen. Hey, Amigo, gib deine Waffe dem. Ja, Bruder, ich hab keine Waffe, wir haben alles ja, dann schenk, dann schenk Paro deine Waffe. Kops, Nagelband. Ja, Kops, ey, Nagelbänder, Jungs, kommt sofort her, fahrt weiter und passt auf die Nagelbänder. Bitte, die sollen schneller kommen, schnell aber. Schnell kommt sofort her, Jungs, wir sind sonst am Boden, wir liegen sonst. Fahrt weiter. Ich lass dich ab, Bruder, okay, hier. Okay, lass mich laufen, Bruder, lass mich hier raus. Paro, wir müssen ins Wasser, es fuhrt nichts daran vorbei. Warte, ich lass den hier, vielleicht lass den schon runter, keine lass Richtung. Den runter. Oho, Bruder, hinter uns sind 20.000 Cops. Okay, fahrt nicht über die Brücke Richtung im Norden, da ist keine Möglichkeit, diese Nagelbändern zu entkommen. Fahrt! Ein Tasty, bist du entkommen? Wenn Tasty entkommen ist, haut alle ab. Ich bin im Wasser. Wir haben zwei Plätze, Tasty. Ich bin im Wasser. Ey, ich brauch Hilfe unbedingt. Zwei Streifen hinter mir, alle meine Reifen sind platt. Route 68, Route 68. Fahrt in die andere Richtung. Oh. Die andere versucht Richtung Norden zu entkommen, also wenn ihr Norden zum East Highway in Richtung fährt und fahrt nicht auf die Highway. Ey Jungs, ich brauche eine Abholung direkt bei West Highway. West Highway Richtung Süden. Pacific Bluffs. Okay, die Bullen werden mich abknallen. Kannst du an irgendein Ufer schwimmen, Tasty? Ey Jungs, wir haben einen Unfall, wir brauchen Hilfe. Wo? Die Person soll zum Schadenstand oder von. Bei der 49 auf der Straße, wir sind zu zweit. Kann uns jemand abholen, 49? Ja, wir kommen. Ricardo, bist du? 49 mit Palermo. Wir sind hier. Ich ergebe mich. Ja, dann... Der Marquez vom Strand schwimmen. Ja, okay. Machen Sie schneller. Ja, wie denn? Wie? Ey, mir die Humpel, ja, mir geht es so, gar genau nicht gut. So, wie Sie gerade eben mir geht es gar nicht gut. Warten Sie ganz kurz. Jetzt. Ich muss kurz hier sehen. Warten Sie ganz kurz. Ja, gut, machen Sie mal hier. Ja. Hey, Jungs, kommt sofort hierher. Wo? Wo? West Highway. Bei die Brücke. Hören Sie auf zu funken. Ja, Mann, ist doch okay. Ansonsten müssen wir auf die Schiene. Ja. Ja, war klar. Hä? Ja, okay, ja, alles klar, wir schießen jetzt, ist vorbei. Bruh. Digga. Schwierig, Bruder, schwierig. Ja, schwierig, egal. Warum ist Edis nicht ins Wasser gekommen, Bruder? Wir sind zusammen ich ins Wasser geflogen. Nehmen den Pferd. Wie kann das denn sein? Maffe und dann weg hier. Ja, okay. Hä? Ich leg mich am MD auch gleich schlafen, Digga. Ich muss nach Russland, Bro. Es ist schon halb. Ey, ich kann hier nicht bis 4 Uhr in der Früh wach bleiben, das gibt's doch gar nicht. Das wird gegen meine Prinzipien verstoßen. Dann würde ich euch doch gönnen. Das möchte ich nicht.